Okay, nee, das bleibt da so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es ist. Okay. Ah, so viel Clay hier. Ist richtig viel in der, an der Eselsküste. Ist richtig viel Lehm. Die Eselsküste ist wirklich sehr lehmreich. Nee, so passt es nicht. Shit. Au, au, au. Ich werde auf jeden Fall demnächst nochmal wieder nach einem Hund suchen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Achso, ja, genau. Dann hoffen, dass die Jenny nicht wieder aggressiv macht mit ihrem, mit Agrofleisch. Ich hab mir schon sowas gedacht. Ich hab gedacht, wenn die Jenny jetzt reden könnte, dann würde jetzt kommen, boah, Pavi. Ja, der war lieb und zutraulich. Dann hat die Jenny allen ihnen Fleisch gegeben und plötzlich wurden die aggressiv und unnachgiebig. Unnachgiebig? Ja, unnachgiebig. Jenny schnüffelt in meinen Angelegenheiten darum, die ist in meinem Haus. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Na, lass lieber aufpassen. Yo, genau, wer hat denn jetzt was hochgejagt? Ich hoffe, das war bei Jenny da unten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warte, ist jetzt irgendwas von meinem Haus in die Luft geflogen, weil das so nah bei mir war? Also ich sehe mal nichts. Ja, irgendwer hat gerade was in die Luft gejagt. Also ich bin in meinem Haus gerade, also ich weiß definitiv nicht. Bei mir ist alles heil. Hast du das gerade auch gehört, Jenny? In unserem Keller? Wo hast du denn... Du hast... Ach so. Ja gut. Das ist ja nicht so schlimm. Ich dachte schon, es ist ein etwas Gravierendes passiert. Die Jenny explodiert. Jetzt neu im Handel. Die explodierende Jenny. Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad. Was? Hast du nicht den wabbelarmigen Windhosenkameraden, Willi? Nö. Der ist nicht wabbelarmig, der ist wabbelwackelarmig. Wabbelwackel? Genau, wabbelwackel. Ja. Wabbelwackedusel. Nein. Nein, das stimmt nicht. Das ist Schwachsinn. Ja. Aber euer ist doch auch Schwachsinn. Nein, unseres stimmt. Unseres gibt es wirklich. Wabbelwackelarmige Windhosenkameraden empfangen dich mit wabbelwackelarmigen Windhosenarmen. Bangen! Finde ich ein bisschen komisch. Was? Hat Jenny... Jetzt macht Jenny in meiner Wohnung eine Rinderfarm auf. Ja, wo denn auch sonst? Weiß ich nicht. Ich finde es gerade nur sehr interessant. So, das passt doch eigentlich so. Oder meint ihr, das sollte ich woanders machen? Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Die Tage sind so kurz. Das sind aber auch... Ja, ne? Wenn man arbeitet, dann kommt einem der Tag so kurz vor. Oh, danke, Jenny. Für den kommt einem vor, als würde der kleine 10 Minuten dauern. Bett. Wie Bett? Legen wir uns hin? Ja, du kannst auch mal ganze Sätze machen. Nein, das braucht zu viel Energie. Hä? Ich kann das nicht aufnehmen. Achso. Ich hab zu viel Müll im Inventar. Es hört sich die ganze Zeit so an, als würde ich eine Spinne bei mir rumlaufen. Ich liege im Bett. Gleich trampelt bestimmt ein Hühnchen auf mir rum. Oh Junge, das wird so schön flauschig. Hühner sind nicht flauschig. Hühnchen, klar sind die flauschig. Und ich liege im Bett. Ja. Ich liege auch im Bett. Dann stehe ich wieder auf. Oh. Einer liegt nicht im Bett. Sorry. Immer diese Jenny. So, das kommt da rein und das kommt da rein und das.
Und den Rest kann ich bestimmt irgendwie nochmal verwerten. Huch. Mir noch ein paar fürs Dach oben. Das schaffst du ja gar nicht. Okay, vielleicht doch. Okay, jetzt muss ich improvisieren. Noch so viel Lehm. Erstmal hier ein bisschen kücheln lassen. Die Frage ist nur, wen du damit überzeugen musst. Okay, ich muss auch mal. Ich muss dann noch ein paar. Ja, verdammt, ich habe meine ganzen Samen an die ganzen Hühner verfüttert. Ich habe gerade gar keine. Ich habe noch welche. Magst du mal vorbeikommen und mir ein bisschen helfen bei einem Feld? Ich? Nee, die andere Kali. Ja, wenn du mir dann hilfst, meine Nein. Kühe über. Dann nicht. Deine Kühe über was? Kühe übersiedeln auf meine Weide. Wo sind sie denn jetzt? Bei den Pferden. Okay. Ich mache sofort eine strikte Trennung. Außer in meinem Haus. Da ist alles so ein kleines bisschen drunter und drüber. Boah, das hört sich immer so an, als würde ich irgendwo eine Spinne laufen. Das gibt's ja gar nicht. Ich dreh durch. Nicht durchdrehen. Das ist alles in Ordnung. Alles in Butter. So, zack. Okay, dann wollen wir mal zum Fabi laufen. Habe ich denn noch? Ja, habe ich noch. Ach ja, hast du noch? Ja. Ja, das ist ja schön, dass du noch hast. Aber sowas von. Hast du eine Hacke, Kadi? Ja. Aber die hat nicht mehr so viel Haltbarkeit. Na komm, dann brauche ich noch eine eigene Hacke. Da brauche ich nur die Samen dann. Wie groß sollen das werden? Und wo kommt nicht das groß. Hin? Nicht groß. Habe ich schon vor dem Eingang gemacht. Ach, das wird es. Ach Gott, wie süß. Ja, sowas in der Art wird nochmal. Wofür mache ich denn meine Hacke, wenn die Kadi das jetzt macht? Ich habe gesagt, ich habe eine, die ist nur nicht ganz so groß. Hm. Wo soll denn das Wasser hin? Das ist jetzt eine kleine Hacke. Überrasch mich. Das hätte ich nicht gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Aber Kadi, hörst du das auch, dass hier noch eine Spinne läuft? Das ist keine Spinne, das sind die Hühnchen. Ach so. Das sollte, glaube ich, hoffentlich reichen. Aber es wäre cool, wenn wir Wasser holen. Schmeißt du mir hier die Ho hin und du holst Wasser? Danke. Sofort. Oh, sogar Eisen. Hm. Eisenpapier. Ich habe so viel Eisen. Noch nie, nicht schon wieder. Eins, zwei. Der Block geht voll ab. Guck dich das mal an. Brrr. Schnarr. Was zum Teufel? Hau. So, machen wir uns mal gleich 2 Shovels. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. So, kann ich Schalter drum kommen, das selber auch nochmal hindern. Willst du da auch Getreide drauf haben erstmal? Ja. Was meinst du dazu, so links und rechts nochmal? Ah, ist doch gut. Moment, 1, 2, 3. Okay, dann dahin 1 und dahin und dahin. Ich glaube, das ist eine Reihe, muss ich das noch breiter machen. Weil auf der einen Seite da drüben ist ja die Steinmauer, deswegen sind das müssen, oder? Was meinst du, Kadi? Ich glaube, das sieht deswegen, weil die Steinmauer ist die Außenwand. Deswegen muss ich das hier noch eins weiter machen. Gar nicht geguckt, oder? Doch, ich hab kurz zu dir rüber gelehnt. Ich hab wirklich kurz rüber geguckt. So, genau. So, jetzt haben wir uns hier so einen schönen Aufgang gebaut.
Fall hier runter. Oh. Wenn wir dann hier... Okay. Ja, funktioniert doch super. Meinst du? Was jetzt mit mir oder mit Kadi? Mit dir. Also bisher funktioniert super, ja. Meinst du? Ja, ich meine. Ah, kann er Ihnen das sagen. Ja, genau. Bin aber schwer davon überzeugt. Ich habe jetzt sogar noch einen Aufgang gebaut hier, dann, sondern da Wasser, kann man leichter Wasser holen. Wasser? Und dann, Dankeschön, Kadi. Dankeschön, yay. Zwei Felder. Guck, da wächst es sogar schon. Ich würde da nur noch ein Fackeln darüber machen, dass es auch nachts wächst. Nein. Oh. Ich bin gegen Nachtwachsen. Meinst du so hier? Zum Beispiel. Okay, hier ist aber meine Kühe. Kadi. Was? Guck mal ganz kurz durch mein Fenster. Oh, da ist ein Creeper drin. Wo kommt der denn her? Sehr schön, wie der Creeper von drinnen nach draußen kommt. Wir kommen von draußen in die Wohnung. So ein Arschloch. Soll ich den rauslocken? Warte mal ganz kurz. Nein, mach das lieber nicht. Oh. Vertrau dir da nicht so. Ach, Fabi, ich kann das mittlerweile. Du musst nur weggehen. Mittlerweile. Hattest du ein paar andere getroffen, ne? Creepy. Er ist auf mich fixiert, aber er will gerade noch nicht kommen. Jetzt kommt er. Ah, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Ah. Siehst du? Moment, Kadi, ich helfe dir. Oh, Fabi, du hast ja auf mich zugeschossen. Ja, ich wollte doch helfen. Oh. Ah, sehr gut. Was ist jetzt mit den Kühen? Ah. Warte mal kurz, wo kam der denn her? Aus dem Haus. Der ist ja, das vielleicht ist vielleicht in der gespawnt. Ja, aber wo denn? Ist der im Keller gespawnt? Wahrscheinlich. Wie gesagt, aber der Keller ist ausgeleuchtet. Mein Keller war auch relativ gut ausgeleuchtet. Fabi, das war nur ich. Ja, das, ich weiß nicht, was schlimmer war. Oh, Fabi! Moment. Ich soll dir bei irgendwas helfen, ne? Ja, Kühe übersiedeln. Okay, ich mach nur mal ganz kurz eine Lichtfackel. Der Sven überhaupt nämlich hier in dem Gang gespawnt. So. Oh, ich brauche mal Lava. Mr. Lava. Ich wollte gerne eine Schmiede in den Stall bauen und die muss überzeugend sein. Also brauche ich Lava. Vorsicht, in den Lava stürzen sich immer wieder. Ich habe schon Lava. Willst du Lava haben? Lava, ha? Hier hinten ist ein Lavasee. Ich habe schon einen Eimer mit Lava. Achso, okay. Aber danke. Ich auch. Weil der ist ziemlich gefährlich. Ouch. Und brodelt in meiner Kiste rum. Genau so, nicht anders. Okay, Kadi, was jetzt? Hier die Kühe, die hier stehen. Hier stehen zwei Kühe drauf. Die müssten hinten auf die Weide hinter dir. Jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut. Alle Kühe, ja? Ja. Die hier wird das dran gebaut. Zack. Und da kommt eine Reihe. Du bleibst drin, Pferd. Bleibst drin da. Zurück. Oh, ich sitze drauf. Oh. Also ich bringe das bitte zurück. Ich kann gerade nicht. Ich habe die ganzen... Dann nimm es erstmal mit hier hinten rüber und dann siedeln wir das gleich zurück. Sehr gut. Eine Leine ist gerade kaputt gegangen. An die packe ich gerade. Ach hier, lass es noch dran. Ich habe hier noch eine Leine. Na, jetzt kannst du. Jetzt nutze ich auch noch für dein Pferd. Yay! Ah, danke dir! Kein Ding. Warte mal, der Willi hat doch, glaube ich, gesagt, ich soll ihm einmal Lava ins Haus kippen. Nee, ja, das habe ich gar nicht gesagt. Hallo!
Sag mal, nicht ist über ist meine ist Leiche. Ohne Witz, ist der Tag-Nacht-Zyklus irgendwie anders? Es wird ja schon wieder. Hat er gerade gesagt, ich soll ihm einmal Lava über seine Leiche kippen? Ah, oh, die Jenny hat mir Kuchen gebracht. Hätte ich dich was heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Was geht denn hier beim Willi die ganze Zeit im Haus ab? Das ist ja überall. Danke, Jenny. Das ist ja überall. Was machst du denn hier? Hä? Das mache ich, dass ich nicht ganz raus muss, aber dann kann ich es wenigstens so abschlagen und dann kriege ich es direkt ins Inventar, dass da kein Block dazwischen ist. Und falls ja, es doch, nice. Doch ganz wegfällt, kann ich einfach schnell rausgehen. Was ich aber nicht machen sollte. LOL! Okay. Ja, wir werden in die Ecke nice gefangen. Aus. Der wird in der Ecke gefangen. Kann ein Fenster mit Holz. Ja, es ist ja eigentlich kein Holz dran. Es ist ja einfach. Boah, Glas. In dem Shader, das leuchtet ohne Scheiß. So leuchtet das echt krass. Sieht auch wirklich so aus, als würde das so radioaktives, was noch, sonst was sein. Hä? Kuchen, warte. Da. Was denn? Jetzt kann sie sich Sachen machen. Jetzt kann sie sich Sachen machen. Ja, jetzt kann sie sich rote Beete Sachen machen. Ah, ja. Rote Beete. Sachen. Machen. Oh Mann. Also in Willis Haus, Moods und sonst wie was die ganze Zeit. Können wir schlafen gehen? Ja, ich gehe schlafen. Lol. Das ist doch. Ach, Fabio, was war ein totaler Scherzweg. Was hab ich denn gemacht? Ja, du hast hier oben Dirt und Gravel hingesetzt. Ja, schon. Ist der Gravel auf dich gefallen? Oh Mann. Ist der Gravel auf dich draufgefallen? Nein, der Gravel bleibt an der Dingens stehen. An echt? Wenn der runterfällt, bleibt er an der Klappe stehen. Alter, da hat gerade ein Skelett mir ordentlich einen hinterhergefeuert. Ich liege. Okay, Moment. Ich bin immer noch unschlüssig, wo der Creeper herkam. Wenn du liegst, Fabi, sagst du Bescheid, ich stelle noch was auf. Ich liege. Er, sie, es liegt. Lieg. So, die Kuh steht auf mir und ich liege. Und die Jenny? Ja. Boah. Was, boah? Weißt du, bei mir kommt erst ein Hühnchen mit ins Bett und jetzt macht der Willi mir das nach und schmeißt eine ganze Kuh auf sich drauf. Nein, ich hab ihn nicht da drauf geschmissen. Sie wollte zu mir kuscheln kommen, ja? Du hast sie gezwungen. Kuh, komm mal her, du. Ich kann nichts dafür, für irgendwelche sexuellen Handlungen meiner Kuh. Natürlich nicht. Übrigens, da ist eine Witch. Ah, ich habe ein Kälbchen. Repopulation. So, hier ist noch weißer Stein. Suche nach weißem Stein. Da hinten ist noch weißer Stein. Oh, hier ist gar nicht mal so wenig weißer Stein. Cool. Auf sie! Mit gebrüllt! Oh, hier sind zwei Creeper! Oh, Kacke! Jenny! Der wird ja was kaputt gemacht. Ich hab nur gerade den weißen Stein mit Zugang zu Jennys Heim gefunden. Was denn, Jenny? Was hast du vor? Oh, danke. Kuchen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ich setze den Kuchen hier irgendwo an die Wand. Lecker Kuchen. Warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Gar nichts, Jenny. Es ist alles in Ordnung. Ach so, genau. Das Dach wollte ich weiterbauen. Nach dem Dach mache ich nämlich dann mal an die Innenausstattung. Also ich finde unser Dörfchen schon richtig schön. Siehst du, nichts passiert.
So. Als Entschuldigung möchte ich dir das hier schenken. Hat der Willi etwa was kaputt gemacht? Oh Gott, sie hat das Schwert gezogen. Ich bin weg. Tschüss. Oh, hier liegt noch weißer Stein. Blablabla. Hier ist noch mehr weißer Stein. Erstmal vor Jennys Haustür rumbuddeln. Ich mach's ja gleich sobald wieder zu, Jenny. Sobald mein Dach fertig ist, lade ich euch dann zur Einweihungsparty. Nein, Fechtfest. Einweihungsparty. Oh je, ich hasse Partys. So eine Langweiler-Toffel. Ja, wie wir das Pinkie Pie sagen. Wer ist denn Pinkie Pie? Du kennst Pinkie Pie nicht. Nö. Pinkie Pie ist das Pony, was immer Party machen will und so. Ein Party machendes Pony. Ja, es ist rosa und hat Ballons auf dem Popo. Ist nicht cool. Auf dem Popo Ballons. Ja. Kann mir nichts Besseres vorstellen. Pinkie Pie ist voll toll. Genau. Machen jetzt gegen Pinkie Pie. Aber ich sehe jetzt auch gerade, während ich meinen Kuchen noch esse, mein letztes bisschen, dass es wieder Zeit ist, mal die Session zu beenden. Nein. Damit würde ich mich für heute verabschieden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Seid ruhig da drüben, ihr Hühnchen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.